Guten Tag, wir zwei wieder, Snoopy und Woodstock. Snoopy und Woodstock, das ist geil. Und? Sonst so? Ja. Wir waren lange nicht mehr hier irgendwie. Ja, 4 Wochen. Länger als 4 Wochen. Länger. Sandbox mussten wir leider ausfallen lassen, kam viel zu spät. Und dann hat es wieder verrafft. Das dann auch noch dazu, irgendwie mein Dwayne, keine Ahnung, weggeschossen. Die aktuelle ist noch unterwegs, vielleicht irgendwo, aber Luchess ist immerhin da. Ja. Kam auch ein bisschen später den Monat, weil die Tage irgendwie so ungünstig gefallen sind. Ja, die haben aber auch irgendwas geschrieben, dass es später fällt wegschicken, naja. Was weiß ich. Nein, es war schon blöd, weil halt... Wir haben ja den Adventskalender noch eingepackt und so weiter. Ja, stimmt, das gibt es ja auch noch, ja. Ja. Auf den verzichten wir dieses Jahr, oder? Den haben wir nicht, nein. Wahrscheinlich eh wieder nur Reste drin oder so. Aber wir haben den Playmobil Adventskalender. Man weiß zwar, jeder weiß, was drin ist, aber vielleicht mache ich da draus was. Ich habe sogar schon ein Bild gesehen, wo es einer komplett aufgebaut hat. Ich meine, klar. Das Problem ist, auf dem Adventskalender steht hinten drauf, was drin ist. Also... Richtig. Überraschung! Yay! Ja. Dein Lieblingsthema. Eines von diesen. So ein Trickskalender hatten wir doch letztes Jahr auch. Ja. Vorletztes Jahr, aber der war von Deadpool. Aber ich kann sein, dass er auch von Zelda. Ja, glaube ich auch schon mal von. Also auf jeden Fall irgendwas von. Ich mache den jetzt nicht auf. Wenn ihn einer haben will, meldet sich beim Birk. Also nur mal so Zwischeninfo: Die Box ist. Zumindest gewichtsmäßig diesen Monat wieder in der oberen Liga mit 1,9 Kilo. Es ist ein Schal drin. Ein Space Invaders Schal. Der ist ja cool. Das passt sogar zum Wetter. Ja, noch nicht ganz, aber bald. Vielleicht. Der ist geil. Der hat auf jeden Fall was. Ja. Vor allem ist er schön lang. Das Problem bei den meisten Schals ist irgendwie, dass die zu kurz sind, dann kriegst du sie nicht rum und da ist eine Dose drin. Da ist mal wieder was zu trinken. SpongeBob. Und jetzt kommt der Hammer. Mit Ananasgeschmack. Das war doch klar. willst du wirklich was trinken, wo SpongeBob drauf ist? Ich will noch nicht mal was trinken, wo Ananas drin ist. Ich mag Ananas. Gut. Sind wir uns schon mal einig. Aber das ist... Rastest du wahrscheinlich aus wie SpongeBob, wenn du es drin hast. Okay, ich will doch was davon. Ich würde gerne mal wieder ausrasten. Whatever. Ups. Das Shirt, das ist ein Avengers T-Shirt. Whatever. Whatever takes. Ich verstehe das Motto jetzt nicht so ganz, aber ist jetzt schade, dass wir nicht deine Kurse genommen haben. Whatever takes. Whatever heißt warum auch immer so in der. Ja, aber. Und takes bedeutet? Nehmen, aber. Englische Sprichwörter sind jetzt irgendwie nicht so. Ist so, irgendwie hört sich das dann für mich an, wie wir nehmen jeden. Alles, was nicht bei 3 auf die Bäume ist. Oh, war ja. Ein Super Mario Postkarte. Im Weihnachtsstyle. Nee, im Ägypten-Style oder so. Ja, also, warum Ägypten? Ich will so. Wie kommst du jetzt auf Ägypten? Ja, das sieht so aus wie diese ägyptischen Pyramidenzeichnungen so für mich jetzt. Das sind ganz normale Super Mario-Symbole. Ja, aber vom Stil her. Ja. Komm ich so, ja, keine Ahnung warum. Also wir sind beide ein bisschen müde heute vielleicht jetzt da. So, jetzt kommt der Grund, warum die Box 1,0. Oh, was ist das Ekles? Das ist eine Müsli-Schale von
Nicht Müsli-Schale, eine Cappuccino-Tasse von Game of Thrones. Ich hätte jetzt eher auf Müsli-Schale gesetzt, aber gut. Oh cool, praktisch. Mit Untersetzer oder Deckel oder auch was auch immer. Ja. Ach nee, da kannst du dann so auflegen und einen Kakao draufstreuen. Oder das, ja, stimmt. Ja, genauso ist das. Das ist tatsächlich eine Schablone. Da hinten drauf siehst du, wie es dann, wie dann der gemachte Cappuccino aussehen könnte. Und wahrscheinlich nie so aussehen wird, wenn es einer versucht. Ja. Man kennt das ja. Aber kannst du auch Müsli draus essen, so groß wie die Tasse. Ja, ich sag ja, ich hätte eher Müsli-Schale gesagt. Also. Aber mach mal zu Hause Milchschaum. Das ist ja schon mal so eine Aktion für sich. Ich hab's noch nicht versucht. Die ist cool. Bin ich jetzt nicht so. Gar nicht mal so schlecht. Dann. Aber ein Riesenteil. So, was ist das jetzt? Hier ist ein Comic drin. Ach nein, hier ist wieder, guck mal, so ein Zauberwelt. Machen wir ja auch schon mal. Diese Gratis-Zeitung. Ja. Mit Spiele und Cosplay und Rollenspiele und. Ja, hast du die jemals durchgelesen, eine? Ich weiß gar nicht mal, wo die andere überhaupt ist. Eine gute Frage, wo habe ich die andere hin? Das ist von dieser Lab-Zeitung. Ja, ja, ja. Einmal hatten wir ja schon so ein Ding, aber ich weiß nicht, wo sie hin ist. Ja, schöne Beigabe, aber muss man sich für interessieren. Die Kochbücher sind geil. Na gut. Ja, noch so ein kleines Ding, wahrscheinlich. Was ist das denn? Okay, Leseprobe habe ich mir schon gedacht. Yin Yong, die Legende der Adlerkrieger. Oh mein Gott. Das meistgelesene Fantasy-Epos aller Zeiten. Aber nicht von uns. Das hat wahrscheinlich noch nie einer was davon gehört, aber okay. Aber ohne Bildchen. Ja, es ist ein Roman, hallo. Was meint ihr damit? Fragt Gu Xia Chon. Da fängst du an. Na gut. Leseprobe. Wir sind durch. Ja, durch und am Ende. Warte mal, da ist noch Werbung drin. Für die Luchess Community. Willst du Looter des Monats werden? Üblich. Wir lieber nicht. Ja, wir sind immer ein bisschen spät dran. Da ist die Käse gegessen. Ja. So. Plus Item? Ich sag der Schal. Ich sag die Tasse. Nee. Die wäre als Plus Item zu heftig. Es ist der Schal. Ja. Kann man immer schön sehen, was drin ist. Wird alles nochmal schön beschrieben. Ja. Seit einige Ananas ins Wasser gefallen sind, ist das der neue It-Twink in Bikini Bottom. SpongeBob und Patrick haben ihn schon für sich entdeckt. Wie schmeckt's dir? Wahrscheinlich gar nicht. Hoffentlich haben sie Ananas ausgepresst ohne den SpongeBob drin. So, zu deiner ägyptischen Ansichtskarte. Schreibst du Weihnachtskarten? Weißt du Bescheid, ne? Gut.
Wenn nicht, ist das die perfekte Gelegenheit. Du kannst aber auch jetzt eine epische Sammlung beginnen. Gut, also ich schreibe weder Weihnachtskarten noch sammle ich welche. Ah. Wir haben die Übersetzung zu dem T-Shirt. Was immer nötig ist. Ach, was immer nötig ist. Gut. Ja. Naja. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt gar nicht so pralle. Ja. Was immer nötig ist. Deswegen machen die immer so kaputt. Na gut. Oh. Schöne Monatsposter vom alten T-Shirt. Ach ja. Ich halte das mal weiter weg. Und dann. Das habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr angehabt. Fällt mir so ein. Wo ist das? Ich muss mittlerweile, glaube ich, irgendwie den Schrank anbauen. Ich bin nicht normal. Zelda gibt es jetzt gern als... Es gibt jetzt eine Ultimate Loot Zelda, ja. Ja. Also... Daran verdient ihr kein Geld. Also, ja, nicht mit uns hier, das ist... Ein Rätsel ist drin. Ja. Ein Wortsuchrätsel. Ja. Da muss man wieder lesen und schreiben können. Ja, das fängt es ja schon wieder an. Also schreiben zum Glück jetzt nicht, aber... Obwohl, die Wörter stehen ja unten oben. Ja, und du musst es auch noch dann gerade und so ausmalen, weißt du? Das ist auch noch. Ja, klar. Oje, oje, oje. Hör mir auf. Ja, was soll ich sagen? Geiler Schal auf jeden Fall, ja. Den ihr leider in der normalen Loot Chest nicht mit drin habt, sondern wirklich nur in der Plus Upgrade. Ja. Aber den feiere ich schon. Was mir aufgefallen ist, die letzte Zeit waren schon lange keine Figuren mehr drin, aber auch bei der Z-Box. Ja, also Loot Chest ist da ja schon länger, ich will jetzt nicht sagen hinausricht, aber schon länger nicht so gut bestückt mit. Bei der Z-Box muss man jetzt mal gucken, wie sich das entwickelt, ja. Ja. Ist mir jetzt mal aufgefallen. Da war schon lang keine Figur oder so mehr drin. Ich muss die Halloween-Box, die ja übrigens verschollen war und so und halt jetzt dann doch irgendwie noch bei mir steht, ich muss die mal auspacken, muss mal gucken, wie es da aussieht. Ja. Wollte ich eigentlich eh noch, dass wir mal wenigstens ein Bild für euch machen können. Ja. Was wir denn für euch hätten auspacken können, wenn wir es getan hätten. Kalender brauchst du bestimmt auch. So. Sag ich jetzt einfach mal. Na gut. Also, meldet euch, wenn ihr Zelda-Kalender haben will, kann sich bei mir abholen. Und wer eine Postkarte will, der schreibt mir mal mit seiner Adresse. Aber nur einer bitte. Ich habe nur eine Postkarte. Ich wollte gerade sagen, die noch kopieren. Kostet dann halt nochmal 50 Cent, aber. Also, macht's gut. Dann ciao. Tschüss.